Ja, hallo, willkommen. Ich freue mich, dass ich jetzt, glaube ich, zum vierten Mal insgesamt hier bei den Backend Talks sprechen darf. Und obwohl der Titel heißt, das Internet ist tot, lang lebe das Internet, geht es überraschenderweise wieder um Bitcoin. Warum? Naja, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit und ich möchte Ihnen auch ein bisschen einen Einblick geben, warum mich das so interessiert und was das alles mit unserem toten Internet und in welcher Form es ist eigentlich tot zu tun hat. Zu Beginn möchte ich kurz ein bisschen erinnern an vergangene Zeiten. Ich glaube, einige von Ihnen herinnen können sich an das erinnern. Ja, das war die Zeit, hoppala, Entschuldigung. Ja, genau so war das. Genauso lästig. Vorführeffekte. Und das war auch die Zeit, wo dieser Herr davon gesprochen hat, dass er endlich im Internet ist. Aber bin ich doch gar kein Techie. Geh schon. Ja, und das waren dann so tolle Webseiten. Das funktioniert wieder super heute alles. Das waren dann so tolle Webseiten wie die hier, auf denen wir dann surfen konnten. Es gab keine Suchmaschinen, das war damals manuell eingegeben. Also die Leute bei Yahoo haben Seiten zusammengesammelt und haben sie manuell eingegeben. Das war eben eine Zeit, in der man auch noch die Idee hatte, das Internet wäre eine faire und freie Plattform, wo alle gleichermaßen sich beteiligen könnten. Das Internet ist in den nächsten Jahren natürlich, wie wir alle wissen, zu einem fixen Bestandteil in unserem Leben geworden. Wir können uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie das Leben ohne Internet gewesen ist. Ich meine, ein bisschen schon, wenn man sich an sowas erinnert. Aber diese Entwicklung wird auch in Zukunft weitergehen. Es wird weiterhin viel mehr alles an unserem Leben ins Digitale wandern. Und das Internet ist ein wesentlicher Treiber des internationalen globalen Handels auch geworden, der seit den 60er Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Ohne dieses freie Internet wären so Dinge wie Wikipedia, die Creative Commons oder zum Beispiel Open Source Software wie Linux auch nicht möglich gewesen. Das sind alles Produkte oder Plattformen, die wir alle nutzen können, wo die Menge der Menschen, der Allgemeinheit etwas beiträgt, damit das Wohl sozusagen der Gemeinschaft auch gefördert wird durch dieses gesammelte Wissen. Linux ist wahrscheinlich das erfolgreichste oder eines der erfolgreichsten Betriebssysteme der Welt. Es ist Open Source. Seit 2010 hat Linux die Marktführerschaft bei den Smartphones. Also es ist das Betriebssystem, das am weitesten verbreitet ist. Und es ist außerdem bei der Liste der Top 500 Supercomputer der Welt das Betriebssystem, das auf allen Computern genutzt wird. Natürlich gibt es Unternehmen, viele Unternehmen, die sich diese Möglichkeiten zu ihren Gunsten auch genommen haben und geformt haben und die Informationen und unsere Daten einerseits ermöglichen sie einen Austausch für uns, also wir haben etwas davon, ja, wir haben globale Kommunikation zum quasi Nulltarif, aber wir sind halt auch Produkt. Ja. Wenn man, also $34 ist das der Durchschnittseinkommen oder die durchschnittlichen Einnahmen pro täglichen User bei Facebook. Im Moment ist es so, die Big Five der Internetgiganten sind Apple, Amazon, Microsoft, Google und Facebook. Und man sieht, auf Platz 15 und 16 sind Uber und Airbnb. Das sind zwei Unternehmen, die sich diese Sharing Economy auch auf ihre Fahnen geheftet haben
und uns günstigere Übernachtungsmöglichkeiten und Taxifahrten bieten und gleichzeitig kann man sagen, auch die Chance bieten, dass man selbst als Einzelperson sich daran beteiligt und irgendwo Geld verdienen kann. Aber diese Plattformen sind natürlich zentralisiert. Das heißt, es ist ein Unternehmen, die Umsätze und die Dinge, die die Unternehmen erwirtschaften über unsere Wirtschaftsleistung, bleiben bei denen hängen und sie können über die Kriterien, also beziehungsweise die Regeln dieses jeweiligen Netzwerkes allein bestimmen. Und was man hier auch noch sieht, ist, dass unter den Top 20 der Welt im Moment genau nur zwei Länder vertreten sind, nämlich die USA und China. Vor 5 Jahren war das noch anders. Vor 5 Jahren waren es immerhin noch 5 Länder, die in diesem Ranking vertreten waren. Das heißt, unsere Internetwelt ist immer weniger divers geworden und weniger Diversität ist natürlich nicht gut. Diversität braucht es, wie wir wissen, in der Natur. Wenn große zentrale Dienste ausfallen und wir keine anderen haben, die das auffangen können, ist das natürlich schlecht. Und Monopole können natürlich auf der anderen Seite Stimmung machen bzw. Stimmung für sich ausnutzen. So gesehen ist das Internet für mich irgendwo tot. Also es gibt ja Länder, die wissen gar nicht, dass es was anderes, das Internet nicht Facebook ist. Die glauben, Facebook ist das Internet. Und meiner Meinung nach waren es nicht die Katzen. Ich finde die sogar super, weil die Katzen und all der andere lustige Blödsinn und die ganzen Sprüche, die wir auf Facebook und im Internet teilen, sind wichtige Teile unseres sozialen Lebens. Das verbindet uns. Ja? Also über das können wir gemeinsam lachen. Und das ist ja das Gute am Internet, das Verbindende. Und 2008 kam dann Bitcoin. Ein gewisser Satoshi Nakamoto, eine Person oder ein Team von Personen, hat 2008 das Bitcoin White Paper präsentiert. Was hat es nun alles mit dem Internet ist tot, das ich hier propagiere, zu tun? Nun, er hat hier vorgestellt ein System, das digitales, privates Bargeld ist. Und es war erstmals, ist es möglich geworden, wirklich nicht fälschbares digitales Geld herzustellen. Bisher war es ja das Problem, das sogenannte Double Spending Problem konnte bis 2009 noch nicht gelöst werden. Das heißt, Signaturen und Hashing-Funktionen etc. gab es schon damals, aber man konnte so, ja, eine dieser Signaturen bzw. wenn man jetzt sagt, das wäre digitales Geld, könnte, wie bei einem Pfeil, ja, das ist immer ein Word-File, das kann man 100.000 Mal zu Nullkosten kopieren. Genauso war das Problem bei digitalem Geld bis dato. Man wusste nicht, ist das jetzt schon einmal ausgegeben worden oder nicht. Und die Technologie und die Software von Bitcoin hat das zum ersten Mal gelöst, dieses Problem. Das heißt, es ist erstmals möglich, dass Personen so wie Sie und ich direkt digitales Bargeld austauschen können, ohne dass es einen zentralen Vermittler braucht, der für Sicherheit sorgt. Weil Facebook und Google und Co. sind ja auch deshalb entstanden, weil sie uns vor den Idioten bewahren, sage ich mal. Ja? Also es ist natürlich ein System dahinter, das Leute oder Fake-Profile ausschließt etc. Und das kostet natürlich Geld. Und das ist aber bei Bitcoin nicht notwendig mehr. Es entsteht Vertrauen durch die Technologie, wo es kein Vertrauen gibt grundsätzlich. Und das ist das Besondere daran. Was ist noch besonders an Bitcoin und anderen Kryptoassets? Wenn man bedenkt, dass bargeldlose Zahlung, also Zahlung mit Kreditkarte und Bankomatkarte etc. am Vormarsch ist und es Länder gibt, in denen fast nur mehr so bezahlt wird, dann wissen die Banken und auch der Staat, wenn er nachfragt, wo wir hingehen, wo wir einen Drink nehmen, mit wem wir auf Urlaub fahren, welchen Film wir uns angesehen haben, welche Partei wir vielleicht oder welche, was weiß ich, Amnesty International, Greenpeace oder was auch immer wir unterstützen. Warum? Ja? Ich meine, ich habe nichts zu verbergen, aber trotzdem will ich nicht, dass das jeder wissen kann. Gestern im Standard gestanden, das Innenministerium möchte Zugriff auf alle öffentlichen Kameras, die es in Österreich gibt. So schauen wir aus. Ja? Also plötzlich sind wir die
die sich verteidigen müssen, mehr oder weniger. Also wir sind alle schuldig, außer wir beweisen, wir sind unschuldig. Wo leben wir? Ja? Und darum sind digitale Geldwährungen, Kryptoassets, so wichtig. Es gibt Kryptowährungen wie Monero zum Beispiel, die sind schon vollkommen anonym. Bitcoin ist ja nur pseudonym, das heißt, es ist zwar kein Name hinterlegt und auch nicht meine IP-Adresse, aber über Transaktionsströme könnte man nachvollziehen, woher, von welcher Bitcoin-Adresse ich Geld bekommen habe und wo ich es hingesendet habe. Und darum sind Kryptowährungen so wichtig. Es gibt noch einen großen Unterschied beim Thema Blockchain, weil die Bitcoin-Blockchain war ja die erste überhaupt. Dieses Schaffen von eindeutigem Geld, einer Bitcoin-Adresse mit einem Wert drauf, war nur möglich, weil Satoshi Nakamoto die Blockchain zu den bisherigen Geldkonzepten hinzugefügt hat und den Proof-of-Work-Mechanismus dazu kombiniert hat. Und das Ganze ist eine offene Blockchain, das heißt, es ist Open Source und sie gehört niemandem. Bitcoin gehört also niemandem, sondern allen, die sich daran beteiligen. Das heißt, es ist offen. Wenn Sie ein bisschen programmieren können oder sich damit auseinandersetzen wollen, können Sie sich die Bitcoin-Software downloaden, sie installieren und beginnen, Transaktionen zu überprüfen und Ihren eigenen Node aufzusetzen. Es ist neutral. Nachdem es niemandem gehört, gibt es auch keine Firma oder keine Partei in dem Sinn oder keine Gruppe, die sagen könnte, nein, wir entscheiden das jetzt in diese eine Richtung oder in die andere, weil es auch ein Konsensmodell ist. Das heißt, alle, die die Bitcoin-Blockchain gedownloadet haben und die die Bitcoin-Software installiert haben und die Software immer wieder updaten etc., müssen sich abstimmen. Also es muss alles in einem Konsens, wie bei einem Vogelschwarm, der sich findet und gemeinsam wohin fliegt, abgestimmt werden. Es ist Peer-to-Peer, das heißt, die Daten in der Bitcoin-Blockchain, die seit 2009, seitdem der erste öffentliche Block gemeint wurde, also alle Transaktionen seit damals, sind in der Bitcoin-Blockchain enthalten. Die Bitcoin-Blockchain ist eigentlich, kann man sich vorstellen, wie eine Datenbank, oder es ist eigentlich eine Art Datenbank, und Transaktionen werden in Blöcke geschoben, dort gehasht, das heißt, man kann nicht mehr lesen, was da drinnen steht. Und diese Blöcke werden wie in einer Perlenkette aneinander gehängt, immer über diese Hash-Werte. Das heißt, die sind wie eine Perlenkette aneinander geschweißt und wenn einer dieser Miner diese Blockchain auf ihrem Computer haben, versucht, diese zu manipulieren, dann merken es alle anderen. Und diese Peers, die alle diese Datenbank gespeichert haben, sind auch alle gleichberechtigt. Es ist dezentral verteilt. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber es sind so zwischen 20 und 100.000 Bitcoin-Blockchains weltweit verteilt. Und wie gesagt, die gehören Privatleuten, aber natürlich auch Firmen. Und es ist unveränderbar. Das ist deshalb wichtig, weil man dadurch Dinge fix feststellen kann. Also wer war zum Beispiel bei Copyright? Ja? Es ist ein Zeitstempelsystem. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin die Erste, die dieses Logo erfunden hat, dann kann ich das hashen und kann es in eine Blockchain schreiben. Dann weiß die Welt, dass ich die bin, die das als erstes in die Blockchain geladen hat. Beispiel für die Unveränderbarkeit einer offenen Blockchain und was daran so wichtig ist. Im Frühling, im Frühjahr, hat eine chinesische Studentin gemeldet, dass sie, mir fehlt jetzt das richtige Wort, nicht sexuell missbraucht, sondern Harassment, belästigt, danke, belästigt worden ist, woraufhin die Online-Dienste, also die Messenger, WeChat und Weibo, dieses auf Geheiß des Staates ihre Meldung löschen mussten. Also das wurde quasi zensuriert. Bis dann im April jemand auf die Idee gekommen ist, diesen Text dieser Studentin in die Ethereum-Blockchain zu schreiben. Das hat der Person, glaube ich, 50 US-Cent gekostet.
Und ab diesem Zeitpunkt war es nicht mehr veränderbar. Niemand kann das löschen. Das Wichtige für uns jetzt als Einzelpersonen und auch als Einzelselbstständige oder wie auch immer ist, dass wir den privaten Schlüssel zu unseren Daten selbst verwalten und selbst horten, sage ich mal. Ja. Also das ist bei Bitcoin zum Beispiel sehr wichtig. Heute habe ich gelesen, dass wieder eine japanische Kryptobörse, also eine Exchange, wo man Geld wechselt von Yen oder Euro in Bitcoin und andere Kryptoassets, gehackt worden ist. Und es sind 6.000 Bitcoin gestohlen worden. Das passiert, weil man Bitcoin eben auf so einer Börse kaufen kann. Und wenn man es nicht weiß, verwendet man dann auch die Bitcoin-Wallet der jeweiligen Börse und hat niemals Zugang zu den eigenen privaten Keys. Also das heißt, es wäre wie wenn Sie das Passwort für Ihr Bankkonto nur der Bank geben. Und Sie sind dann von der Bank abhängig, dass sie Ihnen die zurückgibt. Bei Bitcoin, wenn Sie sich eine eigene Wallet downloaden und sich Ihren eigenen Seed speichern, sind Sie die Einzigen, die darüber verfügen können. Und das trifft auch auf Daten zu. Und das ist das, was ich meine, was die Zukunft des Internets ist und was uns allen wieder mehr Möglichkeiten geben sollte, ich habe die Hoffnung darauf, dass es auch funktionieren wird, nämlich das, dass wir auch unsere Daten selbst verwalten können. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten, den Zugang zu unseren Daten offen zu legen, je nachdem, wem wir es offenlegen wollen, beziehungsweise sind die Daten bei diesen sogenannten Decentralized Apps auch immer gehasht und verschlüsselt und können von den Firmen, die diese Apps betreiben, auch nicht eingesehen werden. Das heißt, eine sogenannte Decentralized App ist nichts anderes als eine Smartphone-App, wo aber Ihre Zugriffskontrolle und die Daten nur auf dem Smartphone bleiben, also Ihre privaten Schlüssel sind am Smartphone. Und die Daten, wo Sie die speichern wollen, können Sie selbst bestimmen. Da können Sie, kann man sich dann, also das ist sozusagen das sind alles Pilotprojekte, die sind am Anfang. Ja. Aber die Idee ist, dass man sich dann selber aussuchen kann, wo man das hinspeichern möchte. Jetzt nochmal kurz zum Thema private und öffentliche Blockchain. Also weil ich das vorher auch gesagt habe mit der Unveränderbarkeit und zum Beispiel der Möglichkeit, etwas vor Zensur zu schützen. Wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel Bitcoin zurückgreifen, jetzt ist es so im jetzigen System, es gibt die International Bank for Settlement, wo alle Banken checken im jetzigen System, ob die Daten richtig sind und ob die Geldbeträge richtig angekommen sind. Eine private Blockchain ist etwas, wo viele Banken auch schreiben, wir haben jetzt auch eine Blockchain. Also wir nutzen jetzt auch diese tollen Möglichkeiten einer Blockchain. Im Grunde ist das so, als ob sie das System, das sie jetzt haben, prolongieren. Also sie wären vielleicht intern effizienter, aber es sind Bankenkonsortien, da schließen sich halt dann 5, 6 große Banken zusammen und die bauen ihre eigene Blockchain. Aber das hilft uns, das hat nichts mit einer offenen Blockchain zu tun, die für alle einsehbar ist. Und das ist der Unterschied. Die ist nicht nur einsehbar für alles, sondern jeder kann auch drauf programmieren. Also bei Bitcoin gibt es keinen, der sagt, Sie dürfen jetzt keine Bitcoin-Wallet haben. Gibt es nicht, ja? So. Und jetzt, wo wir diese super Sache gefunden haben, was machen wir jetzt damit? Wenn man sich das kurz technisch ein bisschen anschaut, also schematisch, ja, wenn wir vergleichen, auf der linken Seite gibt es eine Darstellung, wie das Internet jetzt aufgebaut ist. Ja. Also wir haben einen General Protocol Layer, das ist TCP/IP, auf dem läuft das Internet. Darauf gibt es zum Beispiel ein Protokoll, das SMTP-Protokoll für den Austausch von E-Mails, sodass ein Server weiß, was ein E-Mail ist und der andere weiß, was er damit zu tun hat. Und da drauf wieder gibt es die Applikationen. Also zum Beispiel entweder man nutzt Gmail für E-Mails oder man nutzt Thunderbird oder Outlook. Und so ähnlich ist das bei Bitcoin und Blockchains. Also die Bitcoin-Blockchains ist nichts anderes als das grundlegende Protokoll für den Austausch von Geld.
oder von Werten, sagen wir es mal so. Darauf läuft eben das Bitcoin-Protokoll und darauf wiederum Bitcoin als Applikation. Das kann aber auch eine der 1930 anderen Coins sein, die es mittlerweile gibt. Das sind sogenannte Altcoins. Altcoins heißt Alternative Coins, das ist alles außer Bitcoin. Die Sinnhaftigkeit und die Überlebensdauer dieser anderen Altcoins wird sich noch herausstellen. Es gibt jedenfalls eine, die ich hervorheben will, das ist Ethereum. Die ist im Moment auch die zweitgrößte, weil auf Ethereum sind sogenannte Smart Contracts möglich. Smart Contracts sind kleine Programme. Die Ethereum-Blockchain ist eigentlich eine virtuelle Maschine, also ein Computer, ein Weltcomputer kann man sagen, auf der kleine Programme ausgeführt werden können. Also sowas wie bei einem Getränkeautomaten. Schmeißt 2 Euro rein, bekommst du eine Dose raus, das weiß der Automat. Und bei dieser Programmierung auf der Ethereum-Blockchain funktioniert das auch so. Und dadurch wären so Sachen möglich, wie Brooklyn Microgrid, das ist ein Peer-to-Peer-Solarenergiemarkt. Das heißt, in Brooklyn haben sich Leute zusammengeschlossen, die in ihren Gärten auf ihren Dächern Solaranlagen installiert haben und jetzt beginnen konnten, auf Basis der Ethereum-Blockchain untereinander mit der Energie zu handeln. Das heißt, sie machen sich teilweise unabhängig vom übergeordneten Netz, das sie aber natürlich brauchen, ja, keine Frage, und können untereinander günstig Strom verkaufen oder kaufen, je nachdem, ohne dass sie einen großen Vermittler, Intermediär, wie ich sage jetzt mal Wien Energie brauchen. Auch die Wien Energie hat so ein Projekt im Viertel 2 am Laufen und die testen das dort aus. Eine weitere, meiner Meinung nach sehr sinnvolle Möglichkeit, das dezentrale Web, also die Blockchain-Technologie zu nutzen, ist eben im Bereich Social Media und Musikproduktion etc. Zum Beispiel gibt es eine Decentralized App namens Graphite und die wollen sowas werden wie die Google Suite oder Microsoft Office, aber halt ohne Google und ohne Microsoft, sondern dezentralisiert. Das läuft dann eben auf vielen verschiedenen Servern weltweit verteilt und gehört niemandem. Und meine Daten gehören mir, die kann ich kontrollieren. Open Bazaar. Soll Amazon oder eBay sein ohne Amazon und ohne eBay? Das lädt man runter, installiert es am Computer, so wie man früher Computerprogramme installiert hat, richtet dann den Shop ein. Und dann gibt es eigene Browser wieder dafür, die diese Produkte darstellen. Das Hindernis jetzt ist natürlich noch, dass das Gegenüber, das etwas kaufen will, auch diese Software downloaden muss. Also ich denke, da wird dann die Frage sein, wie wir uns an das gewöhnen oder wie die das anders von der Usability her aufbauen können, dass das einfacher wird. Der Brave Browser zum Beispiel baut auf Google Chrome auf, ist aber dezentral und ist schon voreingestellt mit Adblockern. Also es kann nichts getrackt werden und nichts geblockt werden, wenn man diesen Browser verwendet, ohne dass man irgendwelche Plugins verwenden muss. Und sie haben die Idee geboren, und ich teste das gerade, also man kann das schon ausprobieren, sie haben ein Programm, wo sie für Webseiten oder Produzenten, Kreative, die mit dem Brave-Browser kooperieren, die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Webseite von Coindesk.com surfe und ich war da 22 Minuten, dann überweise ich Ihnen automatisch während des Surfens einen gewissen Kleinstbetrag in Kryptowährung. Und ich finde, für mich ist das die Zukunft, ja, weil jetzt als kleine Produzentin im Internet, die irgendein Online-Produkt rausgibt oder einen Blog schreibt etc., es ist wahnsinnig schwierig, an Geld zu kommen, ja, weil du kannst es hauptsächlich über Werbung machen oder über Spenden. Aber anders liegt halt liegen die Umsätze bei den großen Unternehmen und es ist alles dort kanalisiert. Und so, glaube ich, hätten wir eine Chance, dass wir endlich Journalistinnen etc. gerecht bezahlen können oder überhaupt
convenient, sage ich mal, bezahlen können. Ja? Weil ich möchte mich nicht darum kümmern, dass ich jetzt da ein Abo abschließe. Ja? Ich meine, ich lese gern die Presse, aber ich will nicht 10 Euro im Monat dafür zahlen, immer als Abo. Ich will es nicht. Ich möchte den Artikel lesen und 5 Cent dafür zahlen und nächsten Tag wieder. Und ich möchte mich nicht darum kümmern müssen. Das sind also für mich schon mal in unserer eurozentristischen, österreichischen Sichtweise gute, positive Dinge. Ja? Nur meiner Meinung nach, was viel wichtiger ist an dem Ganzen, und das geht halt hier bei uns immer unter, weil wir haben eh PayPal und Kreditkarten und ist mir doch egal, was mit den anderen ist. Es gibt immerhin, wahrscheinlich sind es 5 Milliarden Leute und nicht 2 Milliarden, weil das sind die Haushaltsköpfe, die da gezählt wurden, die keinen Zugang haben zu einem Bankkonto. Sei es, weil sie zu weit weg leben von der nächsten Bank, sei es, weil die Bank ihnen kein Konto geben will, sei es, weil sie einfach zu wenig besitzen, dass sie überhaupt ein Bankkonto bekommen, oder sie haben keine Papiere. Und für diese Leute wäre es, wenn die Usability dann so weit ist, super cool, man braucht sich nur eine Wallet aufs Handy laden und kann schon Geld empfangen, ohne dass sie jemanden fragen müssen oder sonst was. Und vor allem in Ländern wie Simbabwe habe ich hier als Beispiel oder Venezuela, könnte man sagen, die hätten die Möglichkeit, wo sie selbst eine so hohe staatliche Inflation haben, auch wenn die Volatilität bei Bitcoin sehr hoch ist, ist das für diese Leute immer noch wenig. Es ist immerhin noch was da. Ja? Während bei ihrer eigenen Währung, die kann man vergessen, sie müssen alles in US-Dollar zahlen und die bekommen sie nicht. Bei all der Euphorie ist es natürlich so, dass sich diese Dinge mal bewähren müssen. Wir sind am Anfangsstadium. Deshalb habe ich vorher auch das gebracht mit dem Modem. Das war ungefähr 1995, 97, wie ich dann auch das erste Mal Internet zu Hause hatte. Wir sind ungefähr da in der Entwicklung bei Blockchain-Technologie und dezentralem Web. Und um jetzt nochmal auf die Großen im Internet zurückzukommen, es ist natürlich schon so, dass sich schon in Amerika große Unternehmen Patente auf die Blockchain-Technologie gesichert haben. Also Business as usual. Ja. Sieht man auch bei Bitcoin, die ersten ETFs sollen kommen, also es hängt immer noch an den Regulierungsbehörden in den USA, aber große institutionelle Investoren wollen halt nicht selbst ihre Bitcoins irgendwie halten, sondern die wollen halt einen Fonds kaufen und sich nicht um das kümmern müssen. Die Gefahr dabei ist, weil das ist ja auch eine der Ideen hinter Bitcoin, es wird ja nur 21 Millionen Bitcoin geben, das heißt, es ist eigentlich eine deflationäre Währung, leicht deflationär von der Geldmenge. Während unser Geld, das Fiat-Geld, ja je nach Land mehr oder weniger inflationär ist. Und genau, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Die Idee bei Bitcoin ist halt genau die, dass nicht aus Luft Geld geschaffen werden kann. Und diese Bitcoin-ETFs, falls Sie von denen mal lesen, die sind genau aber das wieder. Also das fraktionale Reserve-Bank-Reserve-System, also die Möglichkeit oder die Erlaubnis, die die Banken eigentlich ausnutzen, dass sie 9-mal mehr Kredite vergeben, als sie Geld überhaupt selbst besitzen, die werden natürlich Wall Street und andere Finanzinstitutionen genauso wieder ausnutzen. Also insofern könnte Bitcoin und Co. vielen Menschen helfen und gleichzeitig sorgt es aber jetzt auch nicht für großartig mehr Gerechtigkeit leider, weil die Gier wird es immer weitergeben, die Finanzspekulation wird es leider auch immer weitergeben, aber meiner Meinung nach gibt es trotzdem großes Potenzial, mit dem wir alle als Einzelpersonen irgendwo gewinnen können. Ja, damit sage ich Danke. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie meinen Podcast mal reinhören, meinen Newsletter abonnieren wollen oder mein Buch kaufen. Ich habe ein paar da. Und jetzt stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung. Danke. Bitte, gern. Wie kann die Technologie von Blockchain mehr
Und geht es um die privaten Blockchains? Ja. Okay. Es ist eine Programmierung. Es ist ja im Grunde eine Technologie, wie man etwas programmiert, wie man Transaktionen zu Blöcken zusammenfasst etc. Und das ist Open Source. Das heißt, genauso wie ich den Linux-Code hernehmen kann und sagen könnte, ich baue jetzt mein eigenes Betriebssystem drauf, gründe eine Firma drumherum und verkaufe es, genauso können die hergehen und sagen, wir bauen jetzt auch eine Blockchain, aber es ist eine Permission-Top-Blockchain, also darf man nur teilnehmen, wenn man zu uns dazugehört. So. Jetzt war ganz kurz bei, das war ja das riesige Hype von Bitcoin. Ja. Ja. Und wie siehst du das in der Zukunft? Dann glaubst du, werden die Kurse weiter steigen oder war das ein einmaliger Hype? Oder? Das, da braucht man eine Glaskugel, die ich nicht habe. Ich glaube, es wird weiter zu solchen Steigungen und Sinken kommen. Nachdem er jetzt nicht weiter gefallen ist, jetzt sind wir glaube ich bei 5,3 oder 5,7, ich habe jetzt nicht geschaut. Also ich glaube auf keinen Fall, dass er viel drunter fallen wird. Also das wird nicht mehr auf 0. Wie meinen Sie? Da war er 0. Ja. Ja. Na, zuerst war er bei 0. Also es hat im Cent-Bereich begonnen. Ja? Also ich muss da in vielen Punkten widersprechen. Ja. Also zum einen eine Anknüpfung an das, Bitcoin wurde im Prinzip auch aus Luft geschaffen. Ja. Ja, also genauso wie jetzt no. Das Fiat-Geld. Ja. Jein. Was heißt jein? Naja, natürlich. Weil, nein. Irgendjemand hat für nichts eine Pizza mit Bitcoin bezahlt. Und so ist nein. Das Ganze entstanden. Jein und nein. Also ja, also das eine stimmt schon. Es ist eben, und das ist aber umgekehrt genauso zu sehen, nicht? Weil wenn Bitcoin aus Luft ist und unsere Euro-Währung aus Luft ist, wo ist dann der Unterschied? Dann könnte ich auch als Staat hergehen und sagen, okay, wenn das so interessant ist für uns als Userinnen, als Einzelne, weil wir Vorteile darin sehen, dann nehme ich als Staat nicht nur Euro an, sondern ich nehme halt auch Kryptowährungen an. Also ich bin gegen dieses Entweder-Oder. Also ich finde, es wäre schön auch in der Wahl meines Geldmittels, wo ich Geld anlegen will oder welches ich verwenden möchte, eine Auswahl zu haben. Weil es gewisse verschiedene Konzepte einfach sind, verschiedene ökonomische Hintergedanken auch. Es geht ums Vertrauen. Ich sage nicht, dass Bitcoin aus Luft geschaffen ist, weil da steckt viel Geld drinnen in der Entwicklung und auch viel Ideen und viel Regelwerk und viel, ich weiß nicht, für mich ist es ein geniales Konzept. Nächste. Das waren jetzt viele Punkte. Ja, es ist. Aus meiner Sicht war es eine geniale Idee, die aber auch viele Designfehler hat und sehr viele Probleme hat. Das Problem ist ja, natürlich hat es Probleme, aber man kann ja sowas auch nicht hinwerfen und es ist getan. Ja? Also sonst so wäre ja Microsoft auch schon heute, dass Microsoft das nicht mehr 100-mal am Tag abstürzt, sondern also das Windows. Es sind ja inzwischen 10 Jahre vergangen. Was sind 10 Jahre? Wenn wir jetzt sagen, vor 10 Jahren war es 0 Euro wert und heuer, jetzt ist es 5.000 wert und es gibt jetzt 250.000 Bitcoin-Transaktionen pro Tag, die macht ja auch wer. Was sagt das aus? Die Frage ist ja, was für eine Entwicklung ist seither passiert? Ja? Naja, es wird. Wie Sie gesagt haben, letztes Jahr ist der Bitcoin-Future ins Leben gerufen worden. Das ist reguliert, das heißt, jetzt ist das große Finanzkapital. Das kommt erst. Das ist 2017. Nein, passiert. Ja, aber jetzt kommen neue ETFs, das sind ja andere gewesen. Aber, Wir sind in einer komplett anderen Phase. Was ich sagen will, ist, in der Zwischenzeit ist es aus meiner Sicht nur ein weiteres Spiel des Großkapitals, des hyperkapitalistischen. Aber das Großkapital kann nicht. Ob das jetzt zentral oder dezentral ist, ist egal. Meiner Meinung nach nicht. So kann man jemand eine andere Frage stellen? Daher ist offensichtlich gar nicht meiner Meinung. Ich hätte eine andere Frage. Ja, bitte. Ja, das Problem ist, man kann das nicht klären. Ich habe das schon so oft. Das sind halt unterschiedliche Ansichten. Ja? Also wir werden. Ich habe jetzt eine Frage. Das Gute daran ist ja, man muss nicht mitmachen. Naja, das sowieso. Es gibt ja andere Blockchains auch.
Ja. Ja. Es gibt. Ja, genau. Wie unterscheiden sich die oder wie hängen die zusammen? Oder die meisten sind grundsätzlich eine Hardfork von Bitcoin oder haben Bitcoin auch zugrunde und haben sich daraufhin weiterentwickelt. Die hatten halt andere Ideen, die wollten in der Technik was anders machen, also zum Beispiel bei Bitcoin Cash, die wollten größere Datenblöcke. Bei Bitcoin sind die nur 1 Megabyte groß, bei Bitcoin Cash sind sie größer. Da gab es halt auf der einen Seite bei Bitcoin Leute, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, weil dann brauchen wir eine zu hohe Bandbreite. Und nicht in allen Ländern ist das Internet so gut, dass die Miner oder die Leute, die das verifizieren, dann dort noch mitmachen können. Und so ist es bei den anderen auch. Viele davon sind sicher einfach Spaß und mal ausprobieren, weil man braucht sich, man kann sich den Code downloaden und einfach selbst starten. Und es wird sich zeigen. Also es wird meiner Meinung nach die Kryptowährung oder das Kryptoasset gewinnen oder wie soll man das nennen, ich möchte gar nicht gewinnen sagen oder sich durchsetzen, dass natürlich das die meisten Leute dazu bringt, da mitzumachen. Also die dann eben einen Sinn darin sehen. Und die, die keinen Sinn darin sehen, die müssen nicht mitmachen. Das ist eben so. Okay. Noch eine andere Frage. Ich hab jetzt auf meinem Blog einen Artikel über Betrüger bei der Partnervermittlung geschrieben. Über was, Entschuldigung? Betrüger bei der Partnervermittlung, ja. So Love Scams, ja. Ja. So ja. Die wollen ja immer Geld haben. Ja. Ja, die hätten gerne Geld und sehr viele Frauen und Männer fallen drauf rein und überweisen da Geld irgendwo hin. Wenn ich jetzt einen Tipp gebe und ich habe da 30 Links auf der Webseite, wie man das checken kann, ob das ein Betrüger ist oder nicht, wäre das eine gute Idee zu sagen, wenn du eben schon Geld überweist, dann machst du nur über eine Blockchain? Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Gar kein Geld überweisen. Nein. Das ist mir klar. Nein, natürlich ist mein Rat, niemals irgendjemandem Geld überweisen. Nur, aber kann ich dann zurückverfolgen? Nein. Vor allem, wenn Sie bei Bitcoin zum Beispiel etwas überweisen, Sie können das auch nicht zurückkriegen. Also das mit dem Nach, was ich zuerst gemeint habe mit Bitcoin, ist pseudonym. Das heißt, man kann Transaktionsströme nachverfolgen. Das kann man nur, wenn man das richtige Programm dafür hat, etc. Also das kann ich auch nicht. Ja. Also man kann da auch nicht nachvollziehen, wer das ist. Nein. Also das Einzige, was bei... bei Monero zum Beispiel ist es komplett anonym. Das ist wie wenn Sie Bargeld wohin schicken würden. Ja. Was ich noch sagen wollte wegen dieser Betrügerei, das ist natürlich auch die Hoffnung, dass durch diese Verschlüsselung und dass es durch dezentrale Systeme möglich sein wird, dass wir digitale Identitäten haben, die dann verifizierbar sind. Also wenn zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung unser Pass, sage ich jetzt mal, auf der Blockchain festgeschrieben ist, dann kann das auch niemand mehr fälschen. Und das wäre, weil das gilt dann weltweit, ne? Weil wenn mir aus Kenia irgendwer ein Passfoto schickt, ja. Das, ja, ich sage nur jetzt das Beispiel. Ja. Ich frage Sie jedes Mal, ich weiß, aber ich weiß, jedes Mal nicht verstehe, können Bitcoins gestohlen werden, wenn meine Signatur drauf ist? Wenn du eine Bitcoin-Wallet hast, musst du dir das zentrale Passwort, ich nenne es mal so, den Seed speichern. Das sind 12 oder 24 englische Worte in einer bestimmten Reihenfolge. Wenn nur du die hast, kannst dir niemand stehlen. Wenn du das aber bei einer Online-Börse liegen hast, die für dich dein Geld verwaltet, und die dir sagt, okay, du hast jetzt, ich sage mal, einen Bitcoin, der gehört dir, aber dir nicht die Private Keys dafür gibt, dann hast du die nicht, dann hast du den Zugriff nicht, die können gehackt werden und dann kannst du gestohlen werden. Das heißt, du bist der Verbrecher, sagen wir mal, ja, und ich bin der Geschädigte, das heißt, du hättest irgendwie Zugriff auf meinen Code bekommen, ja. Und handelst in meinem Namen quasi. Ich brauche nur die 24 Wörter in einer Wallet eingeben und habe alles. Du würdest dann quasi meinen Namen. Ja, na, ja. Und da hätte ich noch eine Frage, weil ich finde das extrem spannend. Kann man Blockchain-Technologie natürlich auch für anders als nur für Coins nutzen, oder? Also ja, das. Geld ist ja das uninteressanteste an Bitcoin-Technologie.
Genau, das ist ja das, wo viele sagen, Blockchain und nicht Bitcoin, juhu. Ja, natürlich, weil du kannst es überall nutzen, wo du Vertrauen ohne einen Mittelsmann sozusagen schaffen möchtest oder kannst oder wo du Dinge nicht zensurierbar machen möchtest oder alle Arten von Fälschung. Ja? Also du kannst Urkunden auf der Blockchain speichern. Was fällt mir jetzt noch ein? Versicherungen zum Beispiel können abgewickelt werden, also einfache, so wie ich vorher gesagt habe, nach diesen Smart Contracts, einfache Versicherungen. Es gibt auch Leute, die sagen, wir können dann in der Logistik besser nachvollziehen, nicht nur wo gerade etwas ist, sondern auch beweisen, dass das Gut, das nicht über minus 5 Grad transportiert werden dürfen, wurde bei 0 Grad transportiert, jetzt ist es kaputt. Das steht in der öffentlichen Blockchain, dann wissen es alle Beteiligten, es ist abgeglichen und die Versicherung muss sofort zahlen oder der Lieferant muss sofort Strafe zahlen. Ich würde sagen, wo ist das erste Mal aufgetreten, wo die 0 Grad überschritten? Genau, das weiß man ganz genau, weil da gibt es einen Zeitstempel, beziehungsweise ist natürlich auch die Hoffnung, dass man in der Logistik vor allem den Papierkrieg sozusagen bewältigen kann. Man braucht ja heute immer noch das Bill of Lading, also das Originalpapier aus dem Zoll, damit man einen Container abholen darf. Das sind natürlich Möglichkeiten, wo die großen Logistiker auch schon dran sind. Wäre das etwas viel interessanter, als ein bisschen Geld hin und her? Es ist die Frage, was einem wichtig ist oder was man gerade braucht. Natürlich ist das auch interessant. Das ist ein großes Feld, auch dem sich viele Firmen widmen. Oder anderes Beispiel, weil ich gesagt habe, Musik, ja. Es gibt eine Plattform, die heißt Ucho Music, wo Musikerinnen und Musiker ihre Songs hochladen können und die gehören ihnen und sie brauchen keine Firma mehr, die die Lizenzgebühren für sie irgendwie eintreibt oder verwaltet, sondern man kann die direkt dort kaufen und man sieht auch öffentlich, wie die Lizenzierung ist, also wer von der Band oder vom Künstler wie viel bekommt etc. Das heißt, da wird es halt dann auch spannend in Zukunft. Bitte? Das heißt Ujo Music, also U, J, O und Music. Ja. Also so dieses, das ist irgendwie so das, was mir am meisten dran taugt, eben dass man als Einzelperson dann eben auch einfach schneller bezahlt werden kann, die großen Intermediäre rausfallen und dadurch auch natürlich Kosten gespart werden können und dieses Geld vielleicht dann denen zukommen kann, die das geschaffen haben. Die Blockchain Austria, die ja gegründet worden ist, beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Technologie im Internet. Die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem, was wir gerade gesprochen haben, nämlich die alternativen Anwendungen von Blockchain. Ja. Mit Netzwerken innerhalb auch von wissenschaftlicher Forschung, glaube ich, weil ich das jetzt verstanden habe. Ach so, ja, das ist ein Netzwerk, genau. Die tauschen sich da aus, ja. Mhm. Ja. Ja? Ich hätte eine Frage, und zwar, es ist ja möglich, dass man ein ganzes Land abkappen könnte, theoretisch. Ja. Oder? Es ist theoretisch möglich, dass ein ganzes Land vom Internet abgekappt wird? Ja. Das passiert auch praktisch. Ich meine, in China... Ja, in China haben die Leute teilweise Internet und teilweise nicht. Ist die Frage bezüglich... Bitte? Weiter. Ach so. Wenn jetzt ein ganzes Land abgekappt wird und dort wir Bitcoin meint und hier in Europa meint man weiter, woher weiß man dann, was die Echten sind, was die Unechten? Na, über die Zeitstempel. Wenn ich eine Zeit lang meine und nicht erreichbar bin und nicht meine Ergebnisse weiterleiten kann, ich sage es mal so, und die anderen meinen weiter, dann sind... Ja, aber funktioniert es nicht mehr. Das funktioniert ja schon, weil die werden ja dann nicht in die Blockchain aufgenommen. Das Problem ist ja auch, dass die meisten Miner inzwischen in China sind. Das ist nicht richtig. Es sind viele Miner in China. Ja, aber die Mehrheit. Es gibt
Ja, und ist es ein Problem? Ja, warum sollen sie nicht in China sein? Nein, das ist rassistisch, ist es. Das ist nicht rassistisch, das heißt, oder dass wenn sie wollen, können sie über die Mehrheit Es gibt Internet über Satelliten. Es gibt Internet über Satelliten. Es gibt Blockchains, die Datenbank der Blockchain ist in Satelliten gespeichert. Das heißt, selbst wenn das Internet ausfällt, die haben doch alle ihre Handys dort. Es gibt Internet über Satellit. Also warum? Was hat das jetzt mit dem Mining-Prozess zu tun? Bitte? Außerdem, warum sollten sie das tun? Warum sollten die chinesischen Miner das tun? Die wollen ja Geld verdienen. Und darum meinen sie. Und es ist nicht in ihrem wirtschaftlichen Interesse, es ist nicht in ihrem wirtschaftlichen Interesse, nicht zu meinen. Und die meinen dort, wo sie nicht erreicht werden. Die sind ja nicht blöd. Und die meinen in abgelegenen Gebieten in der Nähe von Wasserkraftwerken oder leider auch Kohlekraftwerken. Klar, die meinen dort, wo der Strom billig ist, wo ein Überschuss ist. Und das ist ja der Vorteil, auch wenn Bitcoin viel Energie durch das Proof of Work braucht, dass die Energie dort bezogen werden kann, wo sie günstig ist und wo sie effizient ist. Und man prophezeit, sagt, glaubt und sieht auch, dass eigene Sonnenkraftwerke gebaut werden, die Miner gehen, wie Hydro-Miner zum Beispiel, dorthin, wo es Wasserkraft gibt, wo der Strom billig ist. Das heißt, man könnte die Stromproduktion ist sozusagen auch dezentral genutzt, weil der Vorteil bei Bitcoin ist, der Strom wird dort genutzt, wo er produziert wird und muss nicht weit transportiert werden, was ja auch schlecht möglich ist, soweit ich weiß. Ich bin keine Energiewirtschafterin. Also insofern ist es vielleicht sogar so, dass Bitcoin dazu beiträgt, dass Überschussstrom effizienter genutzt wird. Aber das ist eine eigene Wissenschaft, in die man sich sicher monatelang vertiefen kann. Und das ist überhaupt das Problem bei dem ganzen Thema, das sehe ich immer wieder, ist ja nicht jetzt mein erster Abend, wo ich so diskutiere. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich verstehe auch bis heute viel nicht. Und ich kann auch logischerweise nicht jede Detailfrage beantworten. Aber für mich ist das umgekehrt auch das total Interessante und Spannende an dem Thema, also an Bitcoin und Blockchains, also an dieser ganzen Technologie, wie das überhaupt entstanden ist und was alles möglich ist. Und das führt einen halt dann gleich zu so Sachen wie Energiewirtschaft, ökonomische Theorie, was ist die österreichische Schule der Nationalökonomie, was ist etc. pp. Also es ist ein sehr spannendes Feld. Also jede, die sich damit beschäftigen will, ich kann nur sagen, ich finde es toll. wenn man nochmal zu dem Argument des Stromverbrauchs kommt, ich sage auch immer, ja, es ist viel. Nein, es taugt mir nicht. Ja, ich versuche bewusst dazu beizutragen, dass wir dass ich nachhaltiger lebe. Ja, ich habe halt meine kleinen Dinge, die ich nicht tue oder die ich tue. Dafür verteufle ich jetzt Bitcoin nicht. Ja. Das ist immer eine Frage der Einstellung. Und ja. Eine Bitcoin kann man erschaffen mit Mining oder so weiter. Wie viel Strom verbrauche ich da? Das weiß ich nicht auswendig. Das weiß ich nicht auswendig. Ich weiß nur, dass sich die Kosten, das gleich, die Kosten einen Block zu minen, sind niedriger als das, was man dafür bekommt. Das heißt, man braucht die Computer dazu, ja, also das ist spezielle Hardware und viel Strom. So, und jetzt zu dem Thema, warum man da viel Strom braucht. Die Sicherheit einer Blockchain wird durch das Proof-of-Work-Mining gesichert. Das bedeutet, jeder Block wird ja gehasht. Und dieses Hashing, es ist am besten, wenn ich es herzeige. Gott, wie heißt denn das? Anders. Ich kann das nicht lesen. Der Stromvertrag von Bitcoin ist im Moment ungefähr in der Größenordnung von ganz viel gemacht. Ungefähr. Wollt ihr wissen, wie ungefähr
wie das ungefähr, was das ist. Ja, also ich habe zuerst vom Hashen gesprochen. Das ist ein kryptografisches Verfahren, das bei Bitcoin benutzt wird, um Daten in eine lange Zeichenkette zu bringen und sie damit einerseits unlesbar zu machen und zu verkleinern auch, also zu komprimieren. Ich schreibe jetzt da irgendwas, ja, mir fällt jetzt, ich bin nicht so multitaskingfähig, aber vielleicht haben Sie gesehen, dass sich unten der Hash laufend verändert. Ja? Das ändert sich immer. Wenn ich das jetzt rauskopiere, verändert sich es wieder. Wenn ich genau das gleiche wieder reinkopiere, habe ich wieder denselben Hashwert. Ja? Und dieser Hashwert, das ist jetzt dasselbe wie vorher. Ja? Also immer wenn bei gleichen Texten oder gleichen Inhalten habe ich unten genau das gleiche wie vorher, aber wenn ich nur eine Kleinigkeit verändere, verändert sich dieser Hashwert. Das Ganze kommt dann in einen Block. Ja? Das heißt, jeder Block hat eine Nummer, hat einen Hashwert unten und hier hätte ich wieder meine Daten drinnen. Und ich habe eine Zufallszahl. Und dieses Proof-of-Work-Mining ist ein Rätsel, das ein Computer lösen muss, um sicherzustellen, dass er sozusagen positiv im Netzwerksinn handelt und nicht schummelt. Und dazu muss er Energie verbrauchen, weil dieses Hashing, dieses Mining, darum steht da unten auch Mine, ist dieser Rechenprozess, in dem der Computer aus einem Block einen gewissen Hashwert finden muss, der eine bestimmte Anzahl von Nullen davor hat. Also wenn ich jetzt auf Mine drücke, rechnet der Computer und braucht eine Weile. Und das braucht den Strom. Genau. Und jetzt, ach, das weiß ich nicht, viel, sehr viel. Na, da hängen so ein Nuller, also zwei Nuller an, locker. Also, ich habe gedacht, wenn Sie meinen wollen. Ja, ich möchte jetzt einen erschaffen, sozusagen, eine Bitcoin. Das geht so mit Privatrechnern nicht mehr. Das sind riesige Mining-Farmen mit tausenden Rechnern mittlerweile. Und wenn man sich das jetzt anschaut in einer Blockchain, ja, ich zeige jetzt kurz, was das heißt. Jeder dieser Blöcke, diese Blöcke hängen insofern zusammen, als dass jeder Block den vorigen Hash des vorigen Blocks in seinem drinnen hat. Und der nächste Block wieder den Hash dieses Blocks. Und das ist, was es ausmacht, diese Verkettung. Und wenn ich jetzt in einem Block etwas ändere, indem ich was reinschreibe, sind alle rot geworden, weil das nicht mehr zusammenhängt. Es sind nicht mehr die gleichen Werte. Der Hashwert hat sich ja verändert. Und dann muss man hergehen und jeden Block wieder einzeln meinen. So, jetzt muss ich meinen. Da passen sich die anderen zwei. Moment, warte. Ich zeige es noch am verteilten System. Jetzt haben wir hier mehrere Blockchains. Ja, ich habe drei gleiche, ne? Weil ich habe ja viele verschiedene. Wenn ich jetzt im mittleren was ändere, merken die anderen, oh, da hat sich was geändert, weil meines schauen noch grün aus und bei dem ist es rot. Ich sage es jetzt ganz vereinfacht. Ja? Das heißt, alle anderen wissen, der spielt faul. Und die Bitcoin-Blockchain, die Software, haut den automatisch aus dem System raus. Das heißt, es lohnt sich nicht zu betrügen. Und wenn der jetzt, und das ist diese 51%-Attacke, von der gesprochen wird öfters, wenn 51% der Miner sich zusammenschließen und böse sein wollen und uns was stehlen, dann können sie ja das ändern, was da drinnen steht. Nun, das passiert, wenn sie es ändern. Die Kette ist gebrochen und sie müssen jeden Block wieder einzeln minen. Und in der Zwischenzeit arbeiten aber die Gültigen, die Netten, sage ich mal, weiter. Und die können das nicht mehr aufholen, weil es so viel Geld kostet und Zeit, dass die es dann nicht mehr mitspielen können, mehr oder weniger. Und das ist das, Sie sehen, der rechnet immer noch. Und dieses Rätsel zu lösen ist eben dazu da, und diesen Strom zu verbrennen, um diese Sicherheit zu schaffen. Und das ist das, warum ich sage, es ist keine Luft, sondern da ist was dahinter. Auch wenn Strom Vergeudung im Sinn von einigen ist, meiner Meinung nach ist es die Sicherstellung dieses Geldprotokolls. Und ein Faktor, den ich auch noch sagen möchte, was ich ganz wichtig finde, ist,
Es ist egal, wie hoch die Geldsumme ist, die Sie über Bitcoin versenden. Ja, Sie können 10 Euro in Bitcoin versenden und das kostet Sie Transaktionskosten, ich sage jetzt mal 20 Cent. Sie können aber auch 300 Millionen Euro in Bitcoin versenden und das kostet Sie auch 20 Cent. Und glauben Sie mir, die Banken werden das auch nutzen. Ja, aber der wird immer, aber ja, aber der brauchen wir auch für die Elektroautos und fürs Bankensystem auch und für das Goldschürfen etc. Also, bitte? E-Mail und im Verschicken und Telefonie kostet auch Energie. Ja, ja genau. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage, warum 21 Millionen, warum gibt es mehr Bitcoin? Das ist einfach eine Zahl. 500 Millionen? Weiß ich nicht. Das weiß niemand, das ist einfach festgelegt worden. Wie bitte? Technisch möglich schon, nur es wird keiner mitmachen, weil wenn man es ändert, ist das Vertrauen völlig weg. Es gibt schon ein Blockchain an Schilling, glaube ich, oder? Wie heißt es? Hat schon ein Österreicher eine gegründet. Aber das würde ich mitmachen, Schilling war super. Weg. Schilling und Kreuzer. Kreuzer ist auch nicht schlecht. Ja, der Schilling, den es da gibt, ist auch ein Altcoin, ja. So, noch Fragen? Oder darf ich Alkohol trinken? Mindestens zwei Bier. Ja, also, ja. Gut, liebe Anita, dann sage ich herzlichen Dank.